Heißer Berlin Sports Week. Der vorletzte Tag der aktiven Woche brachte die Stadt mal wieder ordentlich in Schwitzen. Nicht nur die Sonne, auch die Veranstaltungen knallten ordentlich rein. Beim Sportabzeichen der Inklusion vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Landessportbund Berlin ging teilweise der Punk ab. Springen, werfen, sprinten und alles inklusiv, denn hier konnten auch die Kinder mit Handicap ihr Sportabzeichen ablegen. Ja, es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also eigentlich, warum soll einer jemand mit einem Handicap, mit einem offensichtlichen Handicap, sage ich jetzt mal, nicht auch Sport machen? Ja, eine wirklich tolle Sache. Also, und neben paralympischen Sieger Gerd Schönfelder oder auch Actionmodel Miriam Höller, bekannt aus Germany's Next Topmodel, ging Frank Busemann mit den Kids auf Tuchfühlung. Ja, sehr gut. Geht doch. Ja, das ist super. Also Berliner Kids sind schnell, habe ich gerade gemerkt. Sieht man auch immer, was sie für eine Leidenschaft haben, wenn sie laufen. Und das steckt dann auch an. Jede Menge Action auch beim Lacrosse. Die Berlin Open bieten neben Deutschen auch internationale Starter. Der schnellste Sport der Welt zeigte sich da von seiner sportlichen und relaxten Seite. Das Turnier bietet neben Spitzensport auch ein Forum für die Lacrosse-Community. Heute am ersten Tag sind natürlich alle noch sehr fit und euphorisch und wollen natürlich gehen sehr motiviert in jedes Spiel rein. Wir haben heute Abend eine Abendveranstaltung und morgen auch. Dementsprechend merkt man das dann zum Sonntag, dass die Leute alle ein bisschen müder werden und ein bisschen mehr fertig sind. Aber das gehört auch irgendwie zu dem Turnier dazu. Und genau, wer da am längsten durchhält, der ist dann auch am Ende im Finale. Ja, und mal ganz ehrlich gesagt, bei dem Wetter will man eigentlich nur noch an den Strand, kühle Drinks genießen und natürlich chillen. Nicht möglich in Berlin? Na klar, doch, Beachmitte und dann kann man auch noch fleißig Beachvolleyball zocken. Gemeinsam sogar mit Champions League Dritten geht das am besten. War insgesamt eine super Aktion, hat richtig Spaß gemacht, wenn man auch mit so einem Leuten spielt, die auch motiviert sind, was zu lernen und was Neues beigebracht zu bekommen. Nichts Schlimmeres gibt es, wenn einer dasteht und keine Lust hat darauf, sondern wirklich mit Spaß dabei ist, dann geht vieles einfacher und macht doppelt so viel Spaß. Breitensport trifft Spitzensport. Das ist die Hauptstadt, das ist die Berlin Sports Week. Morgen ist dann die letzte Chance für dieses Treffen. Ordentlich los geht's beim Inklusionslauf, den Respect Games oder nochmal bei den Berlin Open im Lacrosse.